Ja, hallo liebe Modellautofreunde. Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute dreht sich es um den Audi A8 von der ersten Generation des Quattro Grills. Bis gleich. Ja Leute, zurück zum Modell. Ich zeige euch kurz die Verpackung. Ist eine Autoart Dealer Edition. Der Wagen wurde gefertigt von Mini-Champs, wie ihr hier sehen könnt, und in dieser Größe 1:43. Und wie schon erwähnt, ist der Audi A8 von der ersten Generation des Quattro Grills. Und ich zeige euch mal schnell das Modell ausgepackt. So, hier ist der Wagen ausgepackt und ihr könnt sehen, er kommt in einer eleganten Farbe. Und zwar nennt Audi diese Farbe Nachtblau. Und wir schauen uns mal die Front an. Ist Audi typisch, sehr dezent, aber dennoch wuchtig. Meiner Meinung nach eine der besten Audi-Generationen, die es jemals gegeben hat. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, habt ihr schon gesehen, dass ich diesen Wagen schon mal in 1:18 vorgestellt hatte. Allerdings war der von der Firma Kyosho. Link in der Beschreibung oder hier oben irgendwo im i. Die Front, schöner Quattro Grill. Mir gefällt das Auto, wie gesagt, sehr, sehr gut. Von der Seite sehen wir die typischen Felgen. Die Form des A8, die bis heute in der Form ja, erhalten blieb, wenn man genau hinschaut. Die Rückseite des Autos auch. Meiner Meinung nach immer noch ein Hingucker mit den großen Rückleuchten, die dennoch sehr stilvoll aussehen. Die großen Auspuffendrohre und hier könnte man schon sehen, Audi A8 4,2 Quattro. Das ist die Bezeichnung des Motors. Und jetzt nochmal die andere Seite. Hier ist noch der Tankdeckel und wir schauen mal in das Fahrzeug rein und ihr könnt sehen, Audi-mäßig verarbeitet. Auch dieses Interieur von der Modellreihe gefällt mir eigentlich besonders gut, vor allem des A8. Das war damals was ganz Besonderes. Passt eigentlich wie die Faust aufs Auge und ist wirklich vollendetes Design. Die Mittelkonsole. Und hier in der Mitte könnt ihr sehen, hier irgendwo, also ich kann nicht schlecht drauf fassen, hier ungefähr, ja. Das ist ein Display, was sich dahinter versteckt, das kann man nämlich umdrehen. Und also natürlich beim echten Modell, nicht bei dem Standmodell. Schiebedach hat da keins, aber es ist nicht so schlimm, das Auto sieht dennoch top aus. Und wie gesagt, ich finde, es gehört in die Sammlung, wenn man Audis sammelt. Ich habe, wie gesagt, die großen 1:18 von Kyosho. Und dieser Wagen gehört eigentlich auch dazu, denn ich habe so ein Faible, ich möchte die Autos in groß und in klein besitzen. Und am besten natürlich noch in 1:1. Ja. Also, wenn jemand ein Auto übrig hat, bitte her damit. ja, Spaß beiseite. Also, es war kein Spaß, ne? Nee, lass mal das. Das Modell, wie gesagt, ist wirklich gut. Und ich würde mal mich interessieren, findet ihr das Modell auch schön? Habt ihr es vielleicht in der Sammlung drin? Oder wollt ihr es vielleicht noch besorgen? Es ist nicht ganz einfach, dieses Modell zu bekommen, meiner Meinung nach. Ich habe mal geguckt. In der Dieter-Edition wird es etwas schwieriger. Aber es ist nicht unmöglich, noch gebraucht eins zu bekommen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Lasst mir gerne einen Daumen da, ein Abonnement wäre nicht schlecht und ja, schreibt einen Kommentar. Ich freue mich immer darüber. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.